Wir haben es gerade in den Nachrichten schon gehört, die USA wollen umstrittene Kampfdrohnen an Deutschland liefern. Warum die umstritten sind, weiß Jan van Aken, der außenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag. Er nennt die bewaffneten Drohnen nämlich eine Hinrichtung ohne Gerichtsverfahren. Wir sprechen jetzt darüber, dass die USA Kampfdrohnen an Deutschland liefern wollen. Herr van Aken, was ist denn das Problem dieser bewaffneten Drohnen? Ich glaube, dass diese Kampfdrohnen tatsächlich zu einer Enthemmung und Entgrenzung von Kriegen und Gewaltanwendung führt. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, wer Maschinen für sich kämpfen lässt, der überhaupt keinen eigenen Soldaten mehr riskieren muss, der greift natürlich schneller auch zur Gewalt, der tötet auch schneller mal Menschen, was er vielleicht beim Risiko für seine eigenen Soldaten nicht so schnell tun würde. Der Sprecher von Amnesty International Deutschland hat von außergerichtlichen Hinrichtungen gesprochen. Können Sie da was dazu sagen? Ja, die Amerikaner setzen Kampfdrohnen ja seit Jahren ein und da sieht man genau diese Enthemmung. Es gibt viele Einsätze, die würden ohne Kampfdrohnen gar nicht stattfinden. Zum Beispiel diese gezielten Tötungen, wo eben irgendjemand, der als Feind, als Gegner identifiziert worden ist, denn gezielt mit einer Drohne abgeschossen wird. Das sind im Grunde genommen nichts anderes als Hinrichtungen ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren, ohne Urteil. Unter Obama, dem Friedensnobelpreisträger, wie schaut es da aus mit dem Drohneneinsatz? Der hat es erst richtig in die Höhe getrieben. Also Obama ist tatsächlich der Meister dieser gezielten Tötung, dieser außergerichtlichen Hinrichtung. Nun ist es bei den Drohnen so, dass die für den europäischen Luftraum gar keine Genehmigung haben. Denn dafür müsste das Luftfahrtbundesamt die gesamte Technik überprüfen der Drohnen und dagegen sträubt sich die USA aus Geheimhaltungsgründen. Warum will denn die Bundeswehr trotzdem diese Drohnen haben? Wie aus der Sicht der Bundeswehr verstehe ich das natürlich. Irgendwie jedes Militär möchte möglichst jede Waffe zur Verfügung haben, die es gibt. Na, dann haben sie freie Wahl und können sozusagen besser kämpfen. Aber Gott sei Dank entscheidet die Bundeswehr nicht darüber, sondern das ist dann schon auch eher eine politische Entscheidung. Und politisch ist das total abzulehnen. Weil, wie gesagt, ich bin sowieso grundsätzlich gegen Auslandseinsätze, gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr. Jetzt nochmal Waffen anzuschaffen, wie die Kampfdrohnen, die Schwelle zur Gewalt noch weiter senken, finde ich komplett falsch, aber aus der Sicht der Bundeswehr ist das natürlich völlig logisch, das ist ihr Job. Wo würde die Bundeswehr denn gerne einsetzen? Ja, momentan hat die Bundeswehr schon viele Drohnen in Afghanistan im Einsatz. Das sind aber alles keine bewaffneten Drohnen, sondern die werden momentan zur Aufklärung eingesetzt. Aber die Argumente, die aus der Bundeswehr kommen, sind eben immer Beispiele aus Afghanistan. Wir haben die Drohne, die sieht was, die sieht einen Bösen oder einen Hinterhalt irgendwo. Und wenn die jetzt die Rakete gleich an Bord hätte, könnte sie das gleich erledigen. So müssen wir jetzt erstmal mühselig Luftunterstützung anfordern. Also das heißt, die Einsatzszenarien momentan spielen sich in Afghanistan ab. Sie haben gesagt, dass es eine politische Entscheidung für Sie ist, ob es Drohnen für Deutschland geben soll. Wer fällt denn letztlich die Entscheidung darüber? Am Ende des Tages natürlich der Bundestag, weil der das Geld freigeben muss. Das ist ja, das Verteidigungsministerium muss solche Dinger kaufen. Dafür muss ein Antrag stellen im Verteidigungsausschuss, im Haushaltsausschuss und die müssen das denn, da müssen ein Ja zu sagen. Ganz praktisch fällt die Entscheidung natürlich auf der Ebene der Regierung. Also wenn sich Merkel und de Maizière einig sind, wir wollen die anschaffen, dann könnten sie das mit ihrer Mehrheit durchwinken. Nun sagen sie immer, naja, vor der Bundestagswahl wird nichts entschieden, aber was wir jetzt heute erfahren haben, klammheimlich wird alles hinter den Kulissen schon vorbereitet. Was können denn die Bürgerinnen und Bürger dagegen tun, wenn sie damit nicht einverstanden sind? So wie wir und die Friedensbewegung irgendwie seit Jahren versuchen, gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr und jetzt eben auch gegen Drohnen aktiv zu werden, da mitzumachen. Es gibt gerade eine Kampagne deutschlandweit gegen die Anschaffung von Kampfdrohnen, Unterschriftenlisten. Da können sich gerne alle beteiligen. Okay, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Wie kam das denn überhaupt zustande, diese geplante Lieferung der Kampfdrohnen? Die
Derzeit wird noch nichts. Also das, was heute rausgekommen ist, ist sozusagen die Nachricht, dass die Amerikaner das okay gegeben haben. Wir wissen, dass die Bundeswehr und das Bundesverteidigungsministerium seit über einem Jahr schon sowohl in Israel als auch in den USA verhandelt. Beide Länder haben Drohnen, die auch als Kampfdrohnen bewaffnet werden können. In beiden Ländern wird quasi der Kauf vorbereitet. Ich glaube, es geht im Moment darum, sozusagen vernünftige Angebote von allen Seiten zu bekommen und dann politisch zu entscheiden, wir bauen die selbst, wir kaufen sie in Israel oder in den USA.